Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dusk in Elysium Tale. Und wir wollen immer noch die letzten Secrets dieser Welt lüften, sozusagen. Die Schützenberge haben wir jetzt auch vollständig abgeschlossen. Dann fehlen ja nicht mehr so viele Orte, eigentlich. Deswegen machen wir uns jetzt wieder auf den Weg hier nach unten. Und weg vom Schützenberg. So. Hä? Ich habe auf dem Schützenpass auch noch was übersehen. Das gibt's doch nicht. Aber hier scheint noch was zu fehlen. Okay. Ich glaube, das muss ich mir dann alles offscreen mal angucken. Jetzt werden wir erstmal die Höhlen fertig machen. Einfach hier mal durch. Es gibt ja hier, glaube ich, nur noch, genau, hier, hier und da unten. Und dann alles müssten wir jetzt dank dem Hypersprung da rankommen. Ich frage mich echt, wo das beim Schützenpass zum Beispiel noch sein sollte. Vielleicht ist ja der Sprung ins Bodenlose gemeint, zum Beispiel. Also, wenn ich mal kurz auf die Notizen gehe. Sprung ins Leere. Ja, genau, auf die Hand klettern und ins Leere springen. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich dachte eigentlich, das hätten wir schon gemacht, aber scheinbar doch nicht. So. Nein, hier will ich nicht lang. Ich will hier runter. Ich finde es ja blöd, dass man sich nicht direkt zu den Teleportern porten kann, sondern immer nur zu den Eingängen des jeweiligen Levels. Ob das Absicht ist oder ob da irgendwas falsch programmiert wurde, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wäre das viel einfacher, wenn man sich direkt zu den Teleportern porten könnte. Und ich sehe gerade auf meiner Karte, dass es hier auch noch etwas gibt. Naja, gucken wir uns nachher gleich alles an. Es wird also doch noch mehr hier in der Höhle als gedacht. So, kommen wir mal schneller hoch. Jetzt wollen wir hier runter. Ne, halt, das wollen wir hoch. Obwohl, ne, erst runter und dann hoch. Runter bitte. Und runter. So, hier runter. Und hier hoch. Wow. So. Das wäre erledigt. Und nach oben bitte. So. Jetzt wollen wir weiter nach oben. So. Mal kurz den Schnellzug nach oben nehmen. Kettenhemd-Bauplan. So, und hier müsste es nach oben gehen, ja. Wir wollen in diese Richtung. Ah, kurz am Portal. So, an dir vorbei einfach. Ah ja, hier. Ah, die Prüfung Nummer 4. Okay, dann machen wir die auch einfach mal.
das ist nicht so toll. Na, da kommen wir nicht dran. So, hier runter. Gucken wir einfach mal. Kannst du aufhören zu brennen? Achso, du hörst gar nicht auf zu brennen. Au. Na gut, gehen wir da runter. Hä? Wenigstens, dass wir wieder 3 Sterne kriegen in dieser Herausforderung. Und ich weiß, ihr seht mir gerne beim Verbrennen zu. So, 2 habe ich übersehen. Wahrscheinlich einen hier unten. Genau, so. Und hier durch. Und fertig. So, wie viel brauchen wir? Nur 5600. Beschleunigen wir das Ganze mal. Wir kriegen einen Anhänger des Kriegers. Okay, so einen haben wir schon. Und raus hier. So, zurück zum Portal. Das war hier unten. Weltkarte. Ich habe noch 6 Steine. Höhlen. Hier. So. Schon wieder ein Spelunky. So sieht das hier nämlich aus. Ach, die Blondine aus Spelunky, die man retten muss, um neues Leben zu bekommen. Ja, okay, das erklärt's. So, und jetzt wieder hier runter. Und hier lang. Das war das Falsche, hier lang. Muss ich wohl noch etwas runter. Hier, genau, hier ist das Richtige, hier lang. Über den drüber. Einfach so. Einfach ignorieren. Und wir haben ein geheimnisvolles Wandhuhn gefunden. Warum auch immer. So, weg mit euch, dass wir weiter können. So. Oh, und so katapultieren wir uns gleich nach oben. Und finden eine Truhe. Mit einem Mifrarins Upgrade. Okay, das müsste für hier sein. Ach du meine Güte. Okay. Ich denke mal, das hier ist um einiges mächtiger als das, was wir im Augenblick haben. Aber dafür brauchen wir ordentlich Materialien, die wir uns kaufen sollten. Was brauchen wir denn noch alles dafür? Hm. 13 hiervon. Und dann kaufen wir mal alle, die es gibt, hiervon. Weil dafür brauchen wir 20 Stück davon. Okay. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch hier der Schlüssel. So. Beim Händler kurz ein paar Portsteine kaufen. 5 Stück. Dass wir wieder 10 haben.
Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir hier irgendwie rauskommen. Wenn wir den Ding finden. Genau, den da. So. Weltkarte, ja. Die sind abgeschlossen. Beim Schützenpass fehlt noch was. Deswegen gehen wir jetzt da nochmal auch hin. Weil das ist ja ziemlich am Anfang gewesen, dieser Sprung ins Leere. Ich glaube gleich auf der zweiten Map oder so. Also hier. Hoch. Ja. Dich können wir getrost ignorieren. Oder war es hier? Hier ist auf jeden Fall schon mal einer mit Kopf. Das ist also der Falsche. Aber ja, jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich in dem einen Cut an die Kiste da oben gekommen bin. Einfach habe ich diese Fliegeviecher benutzt, um mir einen Boost zu verschaffen. Hier, glaube ich, müsste er sein. Also nicht dieser hier, sondern der nächste, genau. Nein, auch noch nicht. Oder bist du hier, du Kopfloser? Ah, hier liegt schon mal dein Kopf. Also könnte hier gut möglich der Kopf... Ja, genau, hier ist die kopflose Statue. Okay, diese Statue ist kopflos. Aber von welcher Hand ist er gesprungen? War dieser? Nö. Ist das die falsche kopflose Statue vielleicht? Oder ist er von hier gesprungen? Tatsächlich. Okay. Und weg bin ich. Zwei Kisten. Hier ist Geld und ein Taucheranzug drin. Anhänger der Kreatur. Was soll das denn sein? Niedlich. Und noch eine Kiste. Ah, Gegner. Und ein Stein der Wiedergeburt. Der Stein ist nützlich, die Gegner nicht so wirklich. So, jetzt einfach nur weg hier. Ich dachte eigentlich, es wäre die Hand damals damit gemeint, aber das ist ja gar keine Statue. So. Au. Und diese Statue hat ihren Kopf noch. Autsch. So. Weltkarte, würde ich mal sagen. Sorgenwiese, oder? Ja. Da das Secret abholen und dann hier oben und zu guter zu guter Letzt nicht das da. Obwohl, na doch, das können wir zu guter Letzt dann holen. Erstmal brennen wir sie immer noch an dem Blitzzombie vorbei. Und ich würde sagen, wir speichern hier erstmal richtig. Wir haben schon 102% fertig. Okay. Okay, speichern. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis dann.